Ja, hallo zusammen. Ich bin der Franz. Ich studiere an der Hochschule Rosenheim. Wer es nicht kennt, es ist im tiefsten Bayern Informatik und habe da einen Master-Seminar-Vortrag gehalten über Ransomware. Der musste natürlich hochwissenschaftlich sein. Und weil wir oder weil ihr euch jetzt sicher fragt, hey, dieses Thema stand so nicht im Fahrplan, müssen wir vielleicht ein bisschen umdekorieren, damit das Ganze ein bisschen reißerischer wirkt und ein bisschen geeigneter für diese Konferenz ist. Also es geht darum, Ransomware mal gegen Antiviren antreten zu lassen und dann zu schauen, hilft es eigentlich was? Unsere Agenda schaut heute so aus. Zuerst eine kleine Einführung in das Thema. Ich vermute mal, ihr kennt euch in der Materie bereits ein bisschen aus. Dann schauen wir uns mal an, was ist eigentlich die Motivation dahinter, Ransomware zu schreiben und zu verbreiten. Wie funktioniert Ransomware? Dann schauen wir uns ein kleines Beispiel an von einer Ransomware Hidden Tier, die Gott sei Dank Open Source verfügbar ist. Schauen uns dann an, wie kann man sich vor Ransomware eigentlich schützen. Und am Schluss ziehe ich noch ein kleines Fazit. Das hier war die Nachrichtenlage, als ich den Vortrag zum ersten Mal in Rosenheim gehalten habe, am 26.06. Hier haben wir so schöne Sachen wie, hier ist die Hitler-Ransomware, ihre Dateien sind verschlüsselt, Honda ist damals lahmgelegt worden, Mirai und WannaCry haben sich irgendwie verbündet und haben Benutzer attackiert. Und seit diesem Vortrag ist natürlich noch mehr passiert. Ich habe noch ein paar mehr Nachrichtenartikel gesammelt über Ransomware. Zum Beispiel musste ein Kondomhersteller, nämlich Durex, 100 Millionen Pfund Lösegeld bezahlen. Maersk hat einen Verlust eingefahren, weil Dateien verschlüsselt wurden. Oder in JPEG-Dateien ist eine neue Ransomware aufgetaucht. Das hier ist so in etwa die Google Trends-Statistik, wenn man nach dem Begriff Ransomware sucht. Das geht immer relativ flach dahin. Und erst als WannaCry im Mai aktiv wurde, ist dieses Interesse an dem Begriff Ransomware stark in die Höhe gestiegen. Unter euch sind vermutlich viele, die den Begriff vorher kannten. Das war dann bloß so der Zeitpunkt, wo das in den Medien breitgetreten wurde und viele Fälle aufgetreten sind. WannaCry hat damals 220.000 Systeme in 150 Ländern angegriffen, hat aber im Vergleich dazu nur 30.000 Euro Lösegeld eingenommen. Hat sich verbreiten können, obwohl die Sicherheitslücke in Windows XP von Microsoft längst geschlossen worden wäre. Aber es gibt ja viele ungepatchte und nicht geupdatete Systeme. So, was ist die Motivation, Ransomware zu schreiben und zu verbreiten? Da schauen wir uns die Begriffsdefinition an. Was ist die Geschichte hinter Malware und Ransomware? Und wie profitabel ist es eigentlich, Ransomware zu benutzen? Da gibt es eine kleine, sehr wissenschaftliche Definition. Ransomware ist eine Malware, die ein Payment, eine Bezahlung einfordert, um eine geklaute Funktionalität wiederherzustellen. Es gibt noch eine kleine andere Definition. Ist eine Unterart von Scareware, die den PC des Benutzers sperrt, bis dieser bezahlt, um seine Daten wiederzuerlangen. Über die Geschichte gehe ich jetzt nur kurz drüber. 1989 ist auf einer WHO-Konferenz der AIDS-Trojaner auf einer Diskette verteilt worden. Jeder, der diese Diskette eingelegt hat, hat seine Dateien verschlüsselt bekommen. 1990, in diesem Zeitraum, ist dann Schadsoftware so als Aushängeschild für Hacker genutzt worden. Und eigentlich ist kein größerer Schaden entstanden. Und erst in den 2000er Jahren wird Malware und Ransomware immer mehr benutzt, um Daten zu stehlen, Spam-E-Mails zu versenden, Botnetze aufzuziehen und Benutzer zu erpressen, also wirklich Geld damit zu verdienen. Wie profitabel ist das Ganze jetzt? Es gibt natürlich keine offiziellen Statistiken und Bilanzen, weil kein Malware-Autor wird ein Gewerbe anmelden und dann beim Finanzamt Bescheid geben. Man kann das Ganze nur abschätzen, und zwar indem man die Bitcoin-Wallets beobachtet, die die Autoren da zur Bezahlung benutzen. Und da gibt es eine Ransomware SamSam, die hat damals viele Krankenhäuser betroffen. Die hat anscheinend 100.000 US-Dollar Lösegeld erpresst. Im gleichen Zeitraum
haben Entwickler und Forscher in Untergrundforen im Darknet recherchiert und sind da auf eine Summe von ungefähr 190.000 Bitcoin über 6 Monate gekommen, sind dann ungefähr 121.000 Millionen US-Dollar. Lässt sich aber leider nicht direkt vergleichen, weil es nicht dieselbe Ransomware war. Wenn man jetzt Bitcoin-Wallets beobachtet, dann kann man hier schauen, alle Transaktionen, die Crypto-Locker zugeordnet sind, sind ungefähr 540.000 US-Dollar. Wenn man das Ganze noch mehr filtert, dann filtert man nach den typischen Beträgen, die Crypto-Locker zu dem Zeitpunkt verlangt hat. Dann kommt man nur noch auf ungefähr 370.000 US-Dollar. Und wenn man das Ganze auch noch nach typischen Beträgen und Zeitstempeln filtert, dann kommt man nur noch auf 310.000 US-Dollar. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, mit Ransomware Geld zu verdienen. Und das ist, wenn man die Ransomware einfach an sich verkauft im Darknet. Da habe ich bei meinen Recherchen einen Wurm gefunden, der heißt Millworm. Und die verlangen da 0,95 Bitcoin pro Jahr oder 0,6 Bitcoin für ein halbes Jahr. Das waren zu dem Zeitpunkt, wo ich das gefunden habe, so ungefähr 1.000 bis 2.000 US-Dollar. Und die nennen das dann selbst Ransomware as a Service. Man bekommt nämlich noch ein Control Panel im Internet dazu, im Darknet, wo man diesen Wurm dann steuern kann. Man muss allerdings dazu sagen, die Autoren von diesem Millworm geben keinerlei Kontaktdaten an, außer eine E-Mail-Adresse, die auch über Darknet-Server läuft. Und es ist nicht garantiert, wenn ihr da 0,95 Bitcoin überweist, dass ihr dann wirklich eine Ransomware bekommt. Ich habe zwecks Quellenangabe die URL dazu geschrieben, die ist aber leider nicht mehr erreichbar. Dann schauen wir uns die Funktionsweise von Ransomware an, und zwar, wie hole ich mir Ransomware eigentlich? Wie funktioniert die dann? Also sie blockiert entweder den Bildschirm oder verschlüsselt meine Dateien. Und wie bezahle ich eigentlich das Lösegeld? Und warum da ein Bild von Britney Spears drin ist, erfahrt ihr dann auch noch. Die Infektionswege unterscheiden sich im Prinzip nicht von normaler Malware. Also es kommt über E-Mail-Anhänge, Social Engineering, manipulierte Websites und so weiter auf euer System. Wer dann keine Maßnahmen getroffen hat oder wer unvorsichtig auf E-Mail-Anhänge klickt, wer ohne Werbeblocker auf unsicheren Seiten surft, fängt sich schnell sowas ein. Bei WannaCry war es zum Beispiel so, dass das Ganze über Sicherheitslücken auf den PC gekommen ist. Allerdings waren das Sicherheitslücken, die Microsoft ja eigentlich längst gepatcht hat. Dann gibt es so einen Typ Ransomware, der einfach nur den Bildschirm sperrt. Das war damals ganz groß in den Medien der BKA-Trojaner, der den Bildschirm zusperrt, dafür ein Lösegeld fordert. Und wie macht er das? Er schreibt sich selbst in den Master Boot Record und wird dann immer wieder beim Systemstart ausgeführt. Hinterlässt aber zum Glück keine bleibenden Schäden. Und wenn man weiß, wie man den Master Boot Record wiederherstellt, dann hat man sein System wieder relativ sauber und es ist nichts kaputt gegangen. Dann gibt es natürlich die Ransomware, die wirklich Dateien verschlüsselt und wirklich Daten zerstört auf dem System. Das passiert A mit selbstentwickelten oder mit standardisierten Algorithmen. Der Vorteil ist einfach, bei selbstentwickelten Algorithmen ist es für Antivirus-Software schwerer, die nachzuverfolgen. Dafür ist es bei standardisierten Algorithmen schwerer, das wieder zu entschlüsseln, weil die Sicherheitslücken meistens bekannt sind. Dann gibt es auch noch die Unterscheidung, benutzt die Ransomware eigentlich symmetrische Kryptographie? Dann muss die Ransomware selbst einen symmetrischen Schlüssel erzeugen und an einen Server senden, weil man will ja nachher wieder den Schlüssel rausrücken, wenn Lösegeld bezahlt wurde. Oder ich benutze asymmetrische Kryptographie und hole mir da einen Public Key von einem Server. Das hat in dem Fall den Vorteil, dass der Private Key nie auf der eigentlichen Maschine landet und somit nicht bekannt ist. Und dann brauche ich natürlich noch Command and Control Server, um zu kontrollieren, wer hat eigentlich gerade ein verschlüsseltes System und wer hat eigentlich schon bezahlt. Und damit die nicht entdeckt werden, versteckt man die meistens im Tor-Netzwerk hinter .onion-Adressen.
Es ist allerdings vor kurzem auch eine Möglichkeit öffentlich geworden, sich im Darknet zu verstecken und die Command-and-Control-Struktur zu verschleiern. Und zwar hat da ein Wurm die Instagram-Pinnwand von Britney Spears benutzt. Und wenn die Kommentare auf dieser Pinnwand einen bestimmten Hashwert gematcht haben, hat der Bot oder die Ransomware das als Angriffsbefehl verstanden. Dann gibt es noch eine ziemlich wissenschaftliche Klassifizierung von Ransomware. Da gibt es den Typ A, der liest die Dateien, verschlüsselt die Datei und schreibt das Ergebnis dann in dieselbe Datei zurück. Der Typ B macht es wie A, bloß verschiebt die Dateien dann noch in einen anderen Ordner, um sie vielleicht zu verstecken oder ähnliches. Und der Typ C liest die Datei, verschlüsselt sie, schreibt sie in eine neue Datei und löscht dann das Original. Und das ist deswegen wichtig, weil Windows zum Beispiel Volumenschattenkopien anbietet, um veränderte oder gelöschte Dateien wiederherzustellen. Und die funktionieren anders, wenn ich eine Typ A oder C Ransomware einsetze. Ein Beispiel davon sehen wir dann später. Die Bezahlung des Lösegelds funktioniert logischerweise nicht über Kreditkarten und so weiter, weil das Ganze nicht anonym funktioniert. Und deswegen weichen die Autoren von Ransomware meistens auf Bitcoin, Ucash oder PaySafeCard aus oder was es sonst noch an anonymen Zahlungsmitteln da draußen gibt, um möglichst nicht nachverfolgbar zu werden. Dann habe ich im Zuge meiner Recherchen eine Ransomware im Internet gefunden, das ist Hidden Tear, und habe die mal so untersucht. Und da werden wir uns jetzt die Funktionsweise von Hidden Tear anschauen. Wir werden schauen, was Hidden Tear eigentlich für Schwachstellen mitbringt und dann mal überprüfen, erkennen eigentlich die Virenscanner diese Ransomware und im Verlauf dessen klären, warum vielleicht manche Antivirenhersteller weniger in ihre Grafikabteilung und mehr in ihre Security-Abteilung investieren sollten. Genau, Hidden Tear ist auf GitHub veröffentlicht worden, ist in C# und .NET geschrieben, also ziemlich hochlevelig, sind circa 200 Zeilen Quellcode, das ist echt nicht viel, aber die Gefährlichkeit ist mittlerweile von mehreren Antivirenherstellern bestätigt worden. Der Grund ist nämlich, jeder kann sich das Ding klonen, kurz anpassen, seinen eigenen Server eintragen und dann User damit angreifen. Alle kryptografischen Operationen, die Hidden Tear benutzt, sind aus dem .NET Framework, sind also relativ standardisiert. Hidden Tear liefert gleichzeitig ein Decrypt-Tool mit dem man, wenn man den Schlüssel wieder erhalten hat, seine Dateien wieder entschlüsseln kann. So, dann kommen wir zu den Schwachstellen. Wir schauen uns erst die Funktionsweise an. Das ist der Einsprungpunkt von Hidden Tear. Wir sehen, er generiert sich erst ein 15-stelliges Passwort. In dem Fall sucht er sich den Ordner Desktop-Test aus von meinem Benutzer, sendet dann das Passwort an den Server, verschlüsselt das Verzeichnis mit allen Dateien, die drin sind, zeigt dann eine Message an, was bei Hidden Tear so ausschaut, dass er einfach eine Textdatei reinlegt mit Ihre Dateien wurden gerade verschlüsselt. Und dann ist es auch schon beendet und die Applikation beendet sich. Der hat intern ein kleines String-Array, auf welche Dateitypen er sich eigentlich fixiert. Das sind so die bekannten Office-Dateiendungen und Dateien, die viele Entwickler brauchen, also HTML und XML und sowas. Und so schaut dann die Methode aus, die eigentlich die Dateien verschlüsselt. Also er liest erst die ganze Datei ein, generiert dann ein Passwort und generiert daraus einen Hash. Dann werden die Dateien wirklich verschlüsselt, werden wieder in die Datei hineingeschrieben und am Schluss wird noch die Dateiendung auf .locked geändert. Es handelt sich dann also um eine Typ A Ransomware. Jetzt hat Hidden Tear natürlich einige eingebaute Schwachstellen. Machen wir doch ein kleines Quiz draus. Wer erkennt die Schwachstelle in diesem Listing? Freiwillige vor. Es ist einfach so, in der Kryptographie ist ein Salt pro Durchlauf einer Schleife neu generiert und definitiv länger als 8 Byte. Der hier ist konstant über die ganze Applikation weg. Das heißt, mit etwas Geschick könnte ich dann das Passwort wieder erraten. Hier wird es etwas komplizierter. Hier ist es so, wir kreieren oben ein Passwort
und ganz unten wird das Passwort wieder auf Null gesetzt. Und im .NET Framework ist es so, dass der Garbage Collector dann irgendwann, nachdem das auf Null gesetzt wurde, vielleicht, es ist nicht garantiert, dieses Passwort wieder aus dem Arbeitsspeicher schmeißt. Das heißt, wenn ich merke, meine Dateien werden gerade verschlüsselt und ich halte den Prozess an dieser Stelle an, dann liegt das Passwort im Klartext im Arbeitsspeicher. Und somit kann ich meine Dateien dann wiederholen. Beim Create Password ist mir aufgefallen, der Zufallszahlengenerator, der benutzt wird, um ein Passwort zu erzeugen, ist nicht kryptografisch sicher. Steht eigentlich dick und fett immer bei den Programmiermanuals dabei, bitte nicht für kryptografische Operationen benutzen. Ist hier trotzdem passiert. Und dann haben wir hier zuletzt noch die Send-Password-Methode, die das Passwort zu einem Server schickt. Und zwar macht die das in der URL als GET-Parameter. Das heißt, wenn der Benutzer dieser Ransomware, der die Ransomware verteilt hat, hier keine HTTPS-URL eingetragen hat oder wenn ich es irgendwie schaffe, diesen Request aufzubrechen, dann komme ich wieder an das Passwort, das in dieser URL drin steht. So, warum sind diese Schwachstellen da drin? Das sind ja ziemliche Anfängerfehler. Die Schwachstellen wurden vom Autor bestätigt, der hat da einen Blog-Eintrag drüber geschrieben. Und seine Motivation war A, Lehrmaterial für Studenten herzustellen und B, Script-Kiddies eine kleine Falle zu stellen. Weil wenn jeder diese Ransomware auf GitHub klonen kann, dann haben wir bald tausende Varianten davon und die attackieren dann wirklich Benutzer. Es ist aber so, dass wenn ich diesen Blog-Eintrag lese und vielleicht Kenntnisse in Programmierung habe, dann kann ich alle diese Schwachstellen beheben und habe dann eigentlich eine richtig böse Ransomware geschaffen. So, dann schauen wir uns kurz an, wie kann ich eigentlich die Erkennung durch Antivirus-Software verhindern. Jetzt stelle ich mal die aktiven Methoden vor, wo ich als Ransomware wirklich was machen muss, damit mich Virenscanner nicht erkennen. Da gibt es A, die Iron Mantle Artifacts, zum Beispiel der Programm-User oder Computername, den mir der Antivirus vorgaukelt, der ist meistens konstant. Die MAC-Adressen von den Schnittstellen in der Sandbox vom Antivirus sind meistens auch konstant. Dann gibt es noch solche Sachen wie Registry-Einträge, laufende Prozesse und Bitdefender hat sogar die Datei, die eigentlich überprüft wird, unter C Batman abgelegt. Das heißt, ich überprüfe in meiner Software kurz, liege ich gerade unter C Batman? Wenn ja, schalte ich mich ab. Dann gibt es so Sachen in den Sandboxen wie Operating System API Inconsistency, wenn zum Beispiel API-Funktionen von der Windows-API nicht das zurückgeben, was sie eigentlich sollen. Dann wird natürlich ein Netzwerk emuliert, weil die zu testende Malware soll ja nicht nach außen kommunizieren dürfen. Wenn ich also zum Beispiel eine Domain habe, die es sicher nicht gibt, ich mache einen HTTP-Request drauf und dann kommt ein 200-OK zurück, dann weiß ich, etwas stimmt nicht und ich kann mich abschalten. Dann gibt es sowas wie Timing Inconsistencies, dass zum Beispiel in manchen Antiviren-Sandboxen die Systemzeit immer zu einer bestimmten Uhrzeit anfängt und dann weiterzählt. Dann Process Introspection. Die Antiviren setzen bestimmte Register. Es gibt bestimmte Speicherbereiche in der Sandbox, die nicht initialisiert sind oder doch mit bestimmten Konstanten. Und es gibt DLLs, die von jedem Virenscanner eigentlich in die Sandbox geladen werden. Dann gibt es noch Inconsistencies in CPU Instruction Emulation, wenn zum Beispiel bestimmte CPU-Befehle, Assembler-Befehle einfach nicht funktionieren oder wieder nicht das zurückgeben, was sie eigentlich sollen. Das sind jetzt alles aktive Technologien, also die Ransomware erkennt, dass sie gerade von einem Virenscanner beobachtet wird und schaltet sich danach ab, um nicht erkannt zu werden. Die Frage ist, ist wirklich so viel Aufwand nötig? Und da habe ich dann ein kleines Experiment gemacht, wie ich dieses Hidden Tier vor Antivirus-Software verbergen kann. Und zwar, zuerst habe ich mal erst die Datei umbenannt. Wenn ich das von Hidden Tier zum Beispiel in einen Hashwert umbenenne, was passiert dann?
Dann habe ich alle Bezeichner und Konstanten umbenannt. Variablennamen, Klassennamen und so weiter. Es ist nämlich so, dass der .NET-Compiler die ganzen Variablennamen in den Bytecode reinschreibt und dadurch sind die von Virenscannern erkennbar. Konstanten habe ich dynamisiert, wenn da ein fest codierter String im Quelltext drin ist. Ein Beispiel zeige ich euch später, dann kann man das in gewisser Weise umschreiben, damit es dann anders ausschaut. Und zum Schluss bin ich noch mit einem Obfuscator drüber gegangen, der einfach das komplette Programm von der vom Ablauf her verschleiert, alle Variablen wirklich zu Hashes umbenennt und so weiter. Beim Projektnamen schaut es dann so aus, also der .NET-Compiler schreibt zum Beispiel auch den Projektnamen von meinem Visual Studio Projekt in die ausführbare Datei rein. Das ist so mal der erste Hinweis für einen Virenscanner, dass hier möglicherweise die Hidden Tier Ransomware am Werk ist. Das gleiche gilt dann natürlich auch für Variablennamen. Ich habe gesagt, ich habe Konstanten dynamisiert. Ich weiß nicht, ob man es ganz hinten lesen kann, ganz oben im Kommentar, das ist der Ursprungsstring, einfach das ganze Alphabet. Und was habe ich gemacht? Ich baue das ganze Alphabet einfach nochmal in einer Schleife zusammen und das führt dazu, dass das wirklich zur Laufzeit gebaut wird und nicht in der ausführbaren Datei drinnen liegt. Und anschließend der Crypto-Obfuscator, der macht ganz cooles Zeug mit meiner Anwendung. Der baut nämlich zum Beispiel eine While-True-Schleife ein, baut dann einen Switch ein, wo das Case nie erreicht wird und so weiter. Das sind einfach Instruktionen, um den Beobachter komplett zu verwirren, was hier eigentlich passiert. Das sind dann die Einstellungen. Ich habe das in zwei Ausführungen gemacht. Einmal die Standardeinstellung, wo wirklich nur Strings verschlüsselt werden und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, ich hake jetzt hier mal alle Checkboxen an und habe das Resultat davon einfach auch in die Virenscanner reingeworfen. Ich habe dann, weil ich nicht jeden Virenscanner einzeln installieren wollte, einfach meine Samples auf virustotal.com hochgeladen. Wer es nicht kennt, VirusTotal ist eine Webseite, die hochgeladene Dateien einfach an 60 verschiedene Virenscanner übergibt und die Resultate übersichtlich darstellt. Und die Ergebnisse davon sind eigentlich ziemlich peinlich, weil nur durch das Umbenennen der Datei haben schon 19 Virenscanner gesagt, okay, cool, ist sauber. Und in der höchsten Ausbaustufe, also hier H und L, sind dann mit dem Crypto-Obfuscator verschleiert worden. Da habe ich dann nur noch 16% Erkennungsrate. Also alle anderen Virenscanner haben dann gesagt, okay, die Datei ist sauber, mach weiter. Und damit ihr mir das jetzt glaubt, habe ich eine kleine Live-Demo vorbereitet. Ich habe hier eine virtuelle Maschine mit einem Windows 10. Und ich generiere mir jetzt erstmal mit einem Skript 1000 zufällige Dateien. Oh, ihr seht nichts. Besser. Also ich generiere mir 1000 zufällige Dateien, die haben alle eine zufällige Dateiendung und einen zufälligen Namen und einen zufälligen Inhalt. Ich habe mir dabei gedacht, die Dateien müssen nicht sonderlich realistisch sein, weil es dem Virenscanner eigentlich egal sein sollte, welche Dateien hier verschlüsselt werden. Ich kann in meinen Dateien haben, was ich will und Verschlüsselung ist immer ungesund. Sollte nicht mehr allzu lang dauern. Ich werde dann, wenn das fertig ist, hier die testproject.exe starten. Das ist eine leicht modifizierte Version von meiner Hidden Tier Ransomware. So, und gleichzeitig werde ich mal auf meinem Server schauen, was kommen hier eigentlich für HTTP-Requests rein. Ich hoffe, ich kann das hier vergrößern. Nein, offensichtlich nicht. So, dann führen wir das Ganze mal aus. Die Ransomware beginnt jetzt so langsam mit ihrem Werk, gibt natürlich keinen Hinweis. Und jetzt sieht man alle Dateien mit der Endung CFY
sind verschlüsselt. Das wird jetzt eine Zeit dauern, weil Verschlüsselung natürlich eine sehr gewichtige Operation ist. Wir können mal schauen, hier auf dem Server ist ein GET-Request angekommen, wo das Passwort in der URL drin steht und gleichzeitig mein Maschinenname und mein Benutzername. Und das eigentlich Peinliche an der Geschichte ist, dass der Virenscanner hier daneben steht und sagt, mein PC ist perfekt geschützt. So, also ich hoffe, man kann sehen, 1001 Dateien sind jetzt wirklich verschlüsselt und der Virenscanner hat immer noch nichts gemerkt. Und ich habe den Virenscanner vorgestern nochmal geupdatet mit den neuesten Signaturen. Eigentlich müsste die Datei schön langsam bekannt sein, weil ich vor 2 Monaten zum ersten Mal diese Test-Project-Exe gestartet habe. Genau. So, wie kann man sich jetzt eigentlich vor Ransomware schützen? Es ist natürlich immer wieder gut, ein informierter Benutzer zu sein, der nicht wahllos auf Dateianhänge klickt. Und es ist immer gut, Backups zu haben. Bei uns gibt es ja so den beliebten Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Deswegen gehe ich jetzt da eigentlich nicht näher drauf ein. Dazu kann man aber nur sagen, der normale Wald- und Wiesen-PC-Benutzer ist in der Regel nicht aware und hat keine Backups. Dann gibt es natürlich noch einen Ansatz, unabhängig von Virenscannern zu erkennen, ob gerade Ransomware auf meinem System aktiv ist. Und es gibt die Möglichkeit, seine Dateien wieder zu entschlüsseln. Wie, das sage ich euch dann noch. Zuerst mal dieses CryptoDrop, das in der vorherigen Folie angesprochen wurde, setzt auf eine verhaltensbasierte Erkennung. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, das machen Virenscanner längst auch, aber nicht in der Form. CryptoDrop schaut nämlich drauf, welche Veränderungen passieren eigentlich an Dateien. Also nicht, wer löscht oder fügt neue Dateien hinzu, sondern was passiert eigentlich mit den Dateien. Und da gibt es 3 Faktoren, die die Autoren damit einbeziehen. Das ist A, die Änderung des Dateityps, also nicht der Dateiendung, sondern wirklich des Dateityps. Wenn ein PDF plötzlich zu einem unbekannten Dateityp wird, ist es möglicherweise verschlüsselt worden. Dann wird die Ähnlichkeit zwischen 2 Schreiboperationen an einer Datei verglichen. Wenn die Ähnlichkeit dazwischen nicht vorhanden ist, dann ist auch möglicherweise stark verschlüsselt worden. Und wenn die Entropie in dieser Datei stark ansteigt, das ist auch ein Faktor, weil gute Verschlüsselung immer dafür sorgt, dass die Entropie im Ausgabetext stark ansteigt. Die Autoren von diesem CryptoDrop haben es dann geschafft, einen maximalen Dateiverlust von 33 Dateien zu erreichen, bis die Ransomware wirklich gekillt wird, und haben dabei behauptet, 100% Erkennungsrate von Ransomware zu haben. Leider ist es so, dass dieses CryptoDrop momentan nur als wissenschaftliches Paper im Raum steht und die haben eine sehr hipsterige Webseite, wo sie das Produkt bewerben. Es gibt allerdings noch kein Sample anzuschauen, wo man das mal live ausprobieren könnte. Dann gibt es die Möglichkeit, seine Dateien wieder zu entschlüsseln. Die Frage ist, ob man das erreichen kann, indem man einfach das Lösegeld bezahlt. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Das amerikanische FBI sagt zum Beispiel, to be honest, we often advise people to just pay the ransom. Also bezahlt einfach, was soll passieren, außer dass euer Geld weg ist. Das CERT-AT, das ist das österreichische Cyber Emergency Response Team, sagt, die Erfolgswahrscheinlichkeit des Zahlens ist nicht schlecht, aber man muss es mit seinem Gewissen vereinbaren können, dass man hier Kriminelle finanziert, wenn man bezahlt. Und das BKA sagt, auf keinen Fall auf Lösegeldforderungen eingehen, weil A, nicht sichergestellt ist, dass man wirklich seine Dateien wiederbekommt und B, hier wirklich Kriminelle finanziert werden, die dann noch mehr Leute angreifen können.
gibt aber verschiedene Tools zur Wiederherstellung von Dateien. Zum Beispiel bieten verschiedene Virenscanner-Hersteller solche Tools an. Das beruht dann meistens darauf, dass die Ransomware-Autoren hier schlampig gearbeitet haben, dass irgendwelche Schlüssel liegen geblieben sind oder die Verschlüsselung allgemein Lücken hat oder im besten Fall irgendwo ein Masterkey rumliegt und der wurde gefunden und deswegen kann ich die Dateien jetzt alle entschlüsseln. So, dann ziehe ich mal ein kleines Fazit. Ransomware, haben wir im Vortrag gesehen, ist nach wie vor eine große Bedrohung. Ich bin mir auch sicher, dass nach diesem Vortrag wieder 10 Pressemeldungen pro Woche reinkommen werden, dass Ransomware irgendwie großflächig Dateien verschlüsselt hat. Wir haben auch gesehen, dass Antivirus-Software größtenteils machtlos ist, weil die Operationen, die Ransomware ausführt, also Dateien lesen, verschlüsseln und wieder schreiben, sind eigentlich vollkommen legal. Wenn ihr GnuPG auf dem System habt, dann wollt ihr ja genau das. Es ist allerdings dann so, dass unerfahrenen Benutzern hier Sicherheit vorgegaukelt wird. Ihr habt es gesehen, Avira hatte auf der Website explizit beworben, erweiterter Schutz vor Ransomware. Und von diesem Schutz habe ich im Experiment nicht besonders viel gesehen. Was aber Grund zur Hoffnung gibt, ist, es ist neue Software gegen Ransomware in Entwicklung, nämlich dieses CryptoDrop. Und ist aber leider noch nicht veröffentlicht. Und deswegen hier ein paar Anhaltspunkte, was man hier eigentlich noch forschen könnte. Das Testing der Dateien sollte man dringend noch automatisieren. Ich habe nämlich jedes meiner Samples manuell auf virustotal.com hochgeladen, weil die API irgendwie nur 2 Requests pro Minute erlaubt und das Result dann asynchron kommt, wann halt gerade ein Prozess frei ist bei denen. Und man sollte das mal mit mehr Malware-Samples testen. Und wenn dann wirklich CryptoDrop veröffentlicht wird, dann sollte man das Experiment vielleicht mit der Software nochmal wiederholen und eventuell in VirusTotal mit einbeziehen. So, dann bin ich mit meinem Vortrag schon am Ende. Ich habe hier meine Quellen angegeben. Wenn jemand sich die Papers durchlesen will, die sind wirklich sehr interessant. Hier ist eine große, große Liste von Newsartikeln zum Thema Ransomware. Und dann bin ich jetzt bereit für eure Fragen. Also ihr könnt jetzt Fragen stellen, ihr könnt mir im Pre-Talks-System vom MRMCD Feedback hinterlassen oder ihr lest einfach meinen Blog oder schreibt mir auf Twitter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja. Die Frage war, ob ich das Tool von Malwarebytes ausprobiert habe, die angeblich gegen Verschlüsselung agieren. Jein, also Malwarebytes hat eine Engine in VirusTotal drinnen. Ich weiß nicht, ob das genau die Engine ist, die wirklich auf Ransomware geht. Hat, glaube ich, sogar ziemlich gut abgeschnitten in meinen Tests. Also es gibt durchaus Virenscanner, die haben in meinen Tests jedes meiner Samples erkannt. Und es gibt leider halt auch Virenscanner, die bei der Umbenennung der Datei schon gesagt haben, okay, ist sauber. Gut, alle Klarheiten beseitigt. Ja, die sind in dem Experiment komplett außen vor, weil sich bei VirusTotal die Virenscanner, die angeblich auf Mobile-Geräten Dateien überprüfen, bei meinem Sample abgeschalten haben und gesagt haben, Scanner does not scan this type of file. Die Frage ist natürlich, wie sinnvoll ist ein Virenscanner überhaupt auf einer Mobile-Plattform wie zum Beispiel Android, wo Prozesse sowieso eingeschränkte Rechte haben und der Antivirenprozess vor allem keine Möglichkeit hat, auf andere Prozesse zuzugreifen oder abzuschießen. Ja. Ja. Die Frage war, ob man die Ransomware as a Service wirklich in der freien Natur sieht. Mir ist kein Fall davon bekannt. Möglicherweise läuft es sehr verdeckt. Möglicherweise ist es aber auch eine riesige Betrugsmasche, um dem unbedarften Darknet-User hier Bitcoins aus der Tasche zu ziehen.
gut, danke.